Die Rose von den Dörnern zeige dann den Frühling an, nimm die Ähren mit den Körnern, sage, was der Sommer kann. Nimm der Trauben süßen Preis, sprich darauf, der Herbst ist kommen. Nimm das Schmelzglas von dem Eis, auch der Winter wird genommen. Nimm der Liebe Qual und Pein, Liebe wird nicht Liebe sein. Hochverehrtes Publikum, ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind heute bei diesem wunderschönen Maientag. Liebe kann man darstellen, wie wir es gerade gehört haben, in der Lyrik, in der Literatur. Und dieses hier aus dem Barock, aus meiner Zeit gesprochen, zeigt, dass Liebe nicht nur süß und lieblich ist, sondern auch Qual und Pein überstehen muss. Liebe sieht man in vielen Bildern, die gemalt worden sind zu meiner Zeit, vor meiner Zeit. Sie werden das alle kennen, Liebe in Bildern. Aber wie klingt Liebe? Und Komponisten meiner Zeit im Barock hatten da beeindruckende Spezialeffekte im Repertoire. Etwa den silbrig-filigranen Klang der Viola d'Amore, von dem sich laut Antonio Vivaldi schon der biblische Feldherr Holofernes bezaubern ließ. Vivaldi zeichnet das nach in seiner Oper Juditha Triumphans. Es gibt auch die Oboe d'Amore, die auch für die Liebe steht. Aber lassen Sie uns bei der Viola d'Amore bleiben. Für die adligen Mädchen im Ospedale della Pietà, das Waisenhaus in Venedig, an dem Vivaldi Konzertmeister, Violinlehrer und auch Maestro di Cappella war, da schrieb er auch Viola d'Amore-Konzerte. Das Ospedale war berühmt für seine hochkarätigen Aufführungen und seine wirklich wundervollen und auch sehr effektvollen Darbietungen der jungen Künstlerinnen, die verborgen hinter einem Schleiertuch in der Kirche des Ospedale spielten. Neben vielen beeindruckenden Instrumentalisten gab es eine ganz besondere Violinistin mit dem Namen Anna Maria dal Villon. Und für diese Anna Maria schrieb Vivaldi ein D'Amore-Konzert. Und das sicherlich nicht von ungefähr, denn es wurde gemunkelt und das nicht nur hinter vorgehaltener Hand, dass der Maestro, der ja eigentlich Priester war, ein Verhältnis mit dieser jungen Künstlerin pflegte. Aber was ist eigentlich eine Viola d'Amore? Eine Viola werden Sie kennen, eine etwas dickere Geige. Nein, Viola d'Amore ist etwas ganz anderes. Die Viola d'Amore ist eine mit stählernen oder messigeren Saiten und einer Daumensaite, welche die Quinte ist, bezogene Violine von besonderer Form und Stimmung. Ihr Klang ist argentin oder silbern, dabei überaus angenehm und lieblich. Soweit die Beschreibung von Johann Gottfried Walther in seinem Musiklexikon von 1732. Allerdings verschweigt er uns eine ganz entscheidende Besonderheit des Instruments. Die Schalllöcher dieses Instruments sind flammenförmig. Und zusätzlich ist in die Decke eine Rosette eingearbeitet und die Besaitung besteht nicht nur aus 6 Saiten, es können auch 7 sein, sondern zusätzlich als
besonderes Merkmal aus 6 weiteren Saiten, die unter dem Griffbrett gespannt sind und durch kleine Löcher bis in den Hals gehen und dort auch eigene Stimmwirbel haben. Und diese Saiten klingen immer mit, wenn gerade die Stimmung der Saite in einem der Obertöne der gespielten Saiten vorkommt und so eine Obertonverstärkung und einen etwas silbrigen Klang gibt, weil alle Saiten etwas mitschwingen und quasi noch einen akkordischen Klang machen. Sehr mysteriös, aber auch sehr liebevoll. Anfang des 17. Jahrhunderts sind diese Instrumente bekannt geworden in England und man nimmt an, dass sie dort aus Arabien, aus dem arabischen Raum gekommen sind, durch die Handelsbeziehung, die England damals schon pflegte, und dann für den europäischen Bedarf nachgebaut wurden. Die Stimmung war sehr unterschiedlich, je nach Instrumentenbauer. Heute hören wir eine Damore, die auf D als Grundton gestimmt ist. Und ja, Sie werden sich sicherlich darauf freuen. Und ich kann Ihnen sagen, Sie dürfen in der Pause sich dieses Instrument noch einmal ansehen, damit Sie nicht nur von mir in Worten das geboten kriegen, sondern das auch mal richtig von Angesicht zu Instrument nachvollziehen können. Dieses Concerto für die Viola d'Amore ist eigentlich so gebaut, wie man ein Konzert von Vivaldi kennt. Der erste und der letzte Satz ist in der von ihm selbst entwickelten Ritornellform geschrieben. Das heißt, es gibt ein Ritornell, das immer wieder kehrt, wie der Name schon sagt, und dazwischen gibt es Episoden. Und in diesen Episoden kann dann das Soloinstrument oder besonders die Spielerin oder der Spieler zeigen, was er technisch denn kann. Aber der zweite Satz, da geht es ans Herz. Da geht es an die Liebe und lassen Sie sich von diesem Klang verzaubern, das seinem Namen alle Ehre macht, dieses Instrument, die Viola d'Amore. Begrüßen Sie mit mir unser Hoforchester Caterva Musica jetzt. Thank you.
wunderbar. Wenn meine Grillen schwirren bei Nacht am spät erwärmten Herd, dann sitze ich mit vergnügtem Sinn vertraulich zu der Flamme hin, so leicht, so unbeschwert. Ein trautes, stilles Stündchen bleibt man noch gern am Feuer wach, man schürt, wenn sich die Lohe senkt, die Funken auf und sinnt und denkt, nun aber mal ein Tag, was Liebes oder Leides ein Lauf für uns dahergebracht, es geht noch einmal durch den Sinn, allein das Böse wirft man hin. Es störe nicht die Nacht, zu einem frohen Traume bereitet man sich zu, wann sorglos ein holdes Bild mit sanfter Lust die Seele füllt, ergibt man sich in Ruhe. Dieses Gedicht des mecklenburgischen Dichters Karl Lappe, der in Wusterhausen geboren wurde und in Stralsund starb, zeigt uns eine Art der Grillen. Die Grillen, die Schwerren sind in meinem Kopf, sind meine Gedanken, die mich bewegen, die ich verarbeiten muss, die aber nicht die Nachtruhe stören sollen. Oder sind es doch die Insekten? In seiner letzten Strophe, die ich nicht vorgelesen habe, spricht er davon, dass das Heimchen ruhig noch etwas zirpen soll, damit er sich, der Einsame, wie das Gedicht auch überschrieben ist, nicht ganz alleine fühlt. Und diese Grillen, ein Begriff, der heute uns etwas fremd ist, oder hast du denn schon mal gehört? Nein, hast du sicherlich nicht. Also diese schlechte Laune, die man hat und die man vertreiben soll, dafür gibt es auch Musik, die diese Grillen vertreiben soll. Und dazu exemplarisch die wir gleich hören werdende Grillensymphonie von meinem Nachbarn in Hamburg, kann ich ja sagen, Georg Philipp Telemann. Ob Telemann mit den Grillen nun diesen seltsamen Einfall oder die mühsamen Gedanken nennt oder doch lieber das Insektum, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Jedenfalls lässt er auch hier mit einem Augenzwinkern Musik erklingen, die in ihrer Lebhaftigkeit, Sie werden es gleich hören, gar nicht einzufangen ist. Wie vielleicht auch diese Grillen immer sehr schwer einzufangen sind. Telemann bezeichnet scherzhaft auf dem Manuskript den Musikstil dieser Symphonie als im Italienischen, im Englischen, im Schottischen und im Polnischen Stil geschrieben. Ich glaube, man braucht dem nicht länger nachzuforschen, was er damit meinte. Es zeigt einfach seinen überbordenden Humor, den er auch gerade in diesem Stück an den Tag legt. Und auch die Besetzung des Stückes, Sie werden es sehen, ich trete mal etwas zur Seite, dann werden Sie sehen, dass es sehr exotisch ist, was es so etwas eigentlich gar nicht im Barock gibt, nur bei Telemann in diesem Stück. Sie sehen also Violine, zweite Violine, Bratsche, aber auf einmal machen da zwei Kontrabässe. Tja, eine hätte doch gereicht oder musste einer unbedingt Geld verdienen. Nein. Bitte? Der dritte ist noch vorgesehen, der nämlich mit dir zusammen dann auch noch spielen muss. Ne? Ganz genau. Und Continuo, das kennt man ja auch, das Cembalo. Ja, und dann die Oboe. Dann sieht man eine Flauto Dolce. Das ist diese, was man heute als Blockflöte bezeichnet, aber gleich an der Seite mit einer Flauto Traverso, einer Traversflöte. Und da ist was ganz Besonderes noch. Chalimeau haben wir das auch dabei. Das ist dieses Chalimeau. Und da haben wir dann die zwei, ach, das ist eine Piccolo-Flöte. Hältst du die mal eben hoch? Da, eine
eine ganz kleine Kinderflöte. Ja, das ist die Piccolo-Flöte. Das ist das Charlie. Ich kenne das nur ein bisschen größer, das ist eine andere Stimmung dann. Ja, und das, wenn Sie das genau angucken, das Mundstück, was erkennen Sie darin? Eine etwas geschrumpfte Klarinette. Ja, und das Charlimot ist auch der Vorläufer einer Klarinette mit dem, ja, mit diesem Schnabelmundstück, wenn man das genau betrachtet. Richtig, ne? Das, da ist einer, der kennt sich aus. Ja. Ja, und es gibt da wahnsinnig viele klangliche Varianten, die wir hören werden. Es ist toll, diese beiden Kontrabässe, die werden uns im letzten Satz also ein Surren und ein Zirpen liefern und ein Wettlauf von Grillen, die Ihnen vielleicht hören und sehen vergehen lässt. Es ist wunderbar. Sie hören in den, im langsamen Satz dann auch so Einwürfe der Bläser. Was sollen die? Vielleicht hat sich eine Mücke verirrt. Dann in den Saal oder in das Zimmer und piekst dann die Leute, man weiß es nicht, stellen Sie sich das selbst vor, beim Tändeln, wie der Satz überschrieben ist. Ja, und wie gesagt, zum Schluss kommt der Bauerntanz. Der ist also richtig derb, aber mit vielen, vielen Überraschungen. Und wie Telemann selbst sagt, bei seinem Studium der polnischen Musik im Schlesien, da hat er die barbarische Schönheit der polnischen Musik kennengelernt. Es wird Ihnen, glaube ich, schwer fallen, diese Musik nicht zu mögen. Bitte schön.
nach diesem musikalischen Feuerwerk, was wir da gehört haben, brauchen wir eine kleine Verschnaufspause, um Luft zu holen. Sie können hinten Getränke erwerben. Wir haben uns jetzt stark gemacht, dass wir das selbst machen können. Und Sie können die zweite CD, auf der das noch nicht drauf ist, das kommt erst auf der dritten, aber die zweite CD können Sie auch schon erwerben von unserem, von unseren vier. Ich glaube, hinten der Herr Glatz wird uns da helfen. Michael, hast du auch die CDs? Ja, die liegen da, also alles hinten erhältlich und ich freue mich gleich, Sie wiederzusehen.
sie immer schon gerne hinwollten mit diesem Schiff. Denn auch Katerva geht vorwärts, geht neue Wege. Deswegen sehen Sie mich jetzt so. Denken Sie, Sie sind gerade gut gesättigt vom Captain's Dinner aufgestanden, gehen jetzt den Weg in den Theatersaal und da begrüßt Sie das Orchester Katerva Musica und will Ihnen einen unvergesslichen Abend auf diesem Traumschiff auf Ihrer Reise bereiten. Lassen Sie sich fallen, nehmen Sie unser Angebot an und träumen Sie ein wenig. Und nun übergebe ich an den Moderator des weiteren Abends. Schön, dass Sie geblieben sind, auch nach dem Grillen. Das war gerade der Frühling aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Eine Laudatio an die Schöne. Trommler ruft zur Abfahrt.
Die Reise beginnt. Wir laden Sie nun ein, mitzuentscheiden, wohin wir reisen. Zur Auswahl haben wir Italien, Türkei oder England. Wo möchten Sie hin? Hier vorne direkt am Tisch. Entscheiden Sie. Nach England. Das ist sehr gut. Die wissen inzwischen auch, wo Sie hinwollen.
Das war die Queen of Sheba von Georg Friedrich Händel. Mittlerweile ist es Sommer. Ein kräftiges Gewitter droht. Nach diesem Gewitter möchten wir doch lieber wieder verreisen. Wohin geht es? Geht es in die Türkei oder geht es nach Italien? Wir machen eine kurze Abstimmung. Wer ist für die Türkei? 1, 2, 3, 4, 5. Die anderen sind für Italien. Bitte einmal kurz zur Kontrolle aufzeigen. Jawohl, dann fahren wir doch erst nach Italien. Eine gute Wahl, da fahre ich nämlich nicht mit.
Herbst, die goldene Jahreszeit ist angebrochen. Es ist Zeit für eine Brauereibesichtigung bei Fiege. Manche einer hat jedoch zu viel vom Zwickel im Keller probiert, wie Sie im Herbst von Vivaldi hören können.
Wir reisen nun in das letzte Land, in die Türkei. Rondo alla Turca von Wolfgang Amadeus Mozart. So hat Mozart damals dem Publikum die Türkei musikalisch vorgestellt. Als kleinen Spoiler, wir hatten gestern unser erstes Treffen mit einem türkischen Musiker, Erdal Akaya. Mit ihm zusammen werden wir im Oktober Barockmusik angereichert mit arabischen Instrumenten vorstellen, so wie es vermutlich damals auch von Zeit zu Zeit geklungen hat. Mit Antonio Vivaldi genießen wir nun die Winterfreuden. Das Kaminfeuer knackt, an die Scheiben prasselt der Regen. Wolfgang sucht seine Noten und wir machen es uns auf der Couch gemütlich. Hier im Schloss haben wir aus Energiespargründen 5 Monate kein Konzert geben können. Wir sind da flexibel, nun ist es billiger, da heizen wir eben im Sommer. Thank you.
Es geht nach Hause. Dabei hören wir einen unglaublichen Dauerbrenner der Musikgeschichte. Was haben beispielsweise die Songs Streets of London, Memories von Maroon 5 und die russische Nationalhymne gemeinsam? Sie alle basieren auf dem 300 Jahre alten Kanon von Johann Pachelbel. Thank you.
Zugabe haben wir noch. Agiers von Playford.